Was haben wir denn hier? Ah ja. Was für ein Pech, dass er diese Runde nichts von mir durchkam und zerstören wird. Alter, das ist auch so asozial, dass man mittlerweile die ganzen Fusionszauberkarten von den asozialsten Fusionsdecks einfach eiskalt recyceln kann. Gutes, bestes Beispiel. Direkt im Anschluss hast du halt, wie ist es? Metal-Fusion. Kannst du auch eiskalt recyceln. Darfst du auch noch eine Karte ziehen. Das ist so übertrieben. Ew. Doch, wie mal, dass er mit dem hier nicht zuerst angreift. Obwohl, doch, greifen wir den zuerst an. Natürlich greift er nicht mit dem zuerst an. Auch nobody cares im Endeffekt. Der kann ja was für Spell. Der hat die Effekte nicht gelesen. Und offensichtlich kann sie keinen seiner Monster was machen, wenn ich gleich auseinandernehme. Das ist doch so praktisch, das Scheißteil. So, jetzt das Ganze gescheit anstellen. Meine Normalbeschwörung hatte ich schon. Wissensweise hatte ich noch nicht. Den hier noch. Muss ich erstmal noch ein Level 4 raufkriegen. Aber komm. Increase Level. So, einer auf dem Friedhof. Da geht der. So. Lol. Hä? Ach stimmt, der ist ja kein Effektmonster. Okay, das ist jetzt natürlich auch wieder ungünstig. Ich mache das jetzt am besten. Ohne die Zone drauf. Obwohl die Zone werde ich nicht drauf gehen. Obwohl doch vielleicht. Muss ich jetzt tatsächlich. Ah, muss ich eigentlich gar nicht mal. Hey. das Ding hier wird auf jeden Fall gleich drauf gehen. Ich krieg nochmal 1000 Damage in den Face. Wenn nicht, dass es mich interessiert. Jemand hat sein ganzes Pulver in der ersten Runde verschossen. Ich kann jetzt die Poli wiederholen, aber das bringt ihm auch nur bedingt was. Ich weiß, wenn ich mich nicht irre, dass die beiden stärksten Monster von... Lol. Von dem Deck. Gut, ich kann mich irren, das muss man dazu sagen. Komm, was will er holen? Hat er überhaupt ein Target? Müsste eigentlich. Aber ey, so viele Targets hast du nun wirklich nicht. Lol. Aber hey, Fusion kannst du machen, aber auf eine Exis lasse ich mich nicht ein. Wird übrigens ganz witzig nächste Runde.
Generell, weil beim Spielen finde ich ja meistens witzig, wenn niemand sagt, dass man das nicht machen soll, weil wer könnte ja das und das kommen. Das ist eigentlich total Bullshit, weil es könnte, ja. Da ist auch schon wieder auf, es könnte das kommen. Es muss aber nicht. Genauso wie, wieso spielt der und der hier Super Heavy Samurai? Schein auch vor, dein Gegner hat eine dunkle Spiegelkraft verdeckt liegen. Habe ich jetzt also noch rumliegen. Hab ich auch jedes Mal dabei, wenn ein Kumpel das Deck spielt. Autsch! Autsch! Ist okay. Hätte sehr viel mehr Damage anrichten können. Ja, der muss weg. Finstere Spiegelkraft. Kannst du gerne mal googeln. Beschissenes Timing. Kann auch was normal beschwören, ja. Das kann ich machen. Das kann ich mal so doof, glaube ich. Ich hatte hier die Standard-Dinger drin, ja. Okay, so intelligent ist es übrigens auch nicht. So, das kleine Problem, mir fehlt hier eine fucking Karte. Der kriegt halt mehr Power. Geht halt auf das einmal pro Spielzug, was natürlich nochmal ein Tacken Kacke ist. Beschissener. Ja, entfernt aus dem Spiel alle Monster im Death. Das wird gleich wehtun. Das wird tierisch wehtun. Autsch. Das Geile ist ja, mir fällt gerade auf, das bringt mir überhaupt einen Scheißdreck. Ich habe meine neue Funktion schon gemacht. Super. Super Plan. Den aktiviere ich später. Ich weiß nicht, ob die Finstere wirklich zerstört oder nur aus dem Spiel entfernt. Aber das ist halt der Oberkill für das Deck. Das Javelin bezweifle ich ehrlich gesagt mal, dass das Ding so viel gespielt werden wird. Wer spielt schon Level 2 Monster außer jetzt beispielsweise die Frösche? Wie kann man nur so blöd sein? Okay, ich bin auch nicht besser, aber müsste eigentlich nicht gelten. Ja. Sauber, Alter, sauber. Oh, perfekt. Hätte ich jetzt noch eine Poli auf dem Feld oder auf der Hand, hätte ich sogar den Dings machen können. Den Starving.
würde auch normalerweise kein Schwein spielen. Ist halt Paradebeispiel. Das stimmt ja, mit der ich mal aus. Das vergesse ich immer wieder. Was auch sehr schön ist, wenn man sich mit dem Dreier die Rank-Up zerschießen würde und die darauf eben anschenkt, wird sie halt nicht zerschossen und der Gegner verliert trotzdem sein Monster. Finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Was haben wir? Oh ja, komm. Ich hab ja nicht schon genug übertrieben gerade. Nein, Gott, bitte nicht. Der liegt bei mir in der Kiste für Karten, die ich sowieso nicht brauche gerade. Habe ich damals so bestimmt 10, 20 Kopien aus dem Display von Vira gezogen, so Wing Raiders. Aber spiele ich nicht. Zur Not haue ich mal ein Kastell rein oder ein Ark. Aber da hört es auch schon wieder auf. So, ein Duell geht noch und danach ist der Stream vorbei. Ups. Ja, dachte ich mir. Boah, Mann. Ups. Nee. Dass die Leute auch nicht los direkt gehen, wenn sie schon volles Duell haben. Meine Fresse. Dann kommen wir irgendwie trotzdem noch rein. Nee. Und dann wieder so eine Fotzen, die einfach Leute rausschmeißen, obwohl sie sowieso nicht nach einer bestimmten Person suchen. Entweder man schreibt es in die Kommentare rein rechts oder man setzt ein Passwort. Ach komm, bin ich so faul, hast dich halt. Also sind Scherze oder was? Weil die Räume sind permanent voll. Und bei mir joint keiner oder was? Na endlich. Und dann noch ein Softie. Joa. Schwarze Magier, unvollständiges Extra-Deck. Also wenn er die Dings nicht schon in der Hand hat, weil das ist saudumm. Da ist er. Und trotzdem saudumm. Das macht keinen großen Unterschied. Es reicht im Endeffekt schon, um mich auseinanderzunehmen. Das ist einfach mal voll überzogen, das schwarze Mal schwören sie quasi super easy beschwören, das Ding schießt jedes Mal eine Karte. Muss nur aufs richtige Timing warten. Ich will mir ja... Ja, leider nicht. Ich hätte mir einen Ast geladen, wenn ich jetzt Dings gezogen hätte. Kaiserliche. So, da ich mit den beiden Monstern im Friedhof auch noch was anfangen kann. Sag mir jetzt aber bitte nicht, der ist so dumm und wartet jetzt, bis ich... Das ist tatsächlich so dumm. Zu spät, Junge. Zu spät. Das negiert den Effekt nicht. Und da ich kein Monster gewählt habe, bringt dir das nichts. Wir sind davon, dafür, die sich nicht aktivieren. Dass er zu dem Zeitpunkt schon weg sein dürfte. Ja. Viel zu spät. Und damit hat er mir jetzt die quasi Hände geöffnet.
Der müsste sein Timing auch verpasst haben, oder? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er sich mit dem Deck noch nicht so gut auskennt. Und somit das hässlichste Artwork von Schwarzen Magier benutzt, das es je gab. Ich hätte hier mal Astral Force reinpacken müssen. Fast ein Instant Kill jetzt gewesen. Das stimmt ja. Die sind ja unaffected. Mach nochmal die Chaos. Tja. Und so endet der Stream. Naja, man sieht sich dann das nächste Mal wieder. Ich sag mal so spätestens. Ja, spätestens in 2 Wochen. Sobald die Stream-Aufzeichnung zu Ende gehen, muss ich immer mal wieder streamen. Das heißt, wenn ihr gucken wollt, auf dem YouTube-Kanal, der heißt genauso wie ich hier. Bloß darauf achten, dass man halt den mit dem Wolfs-Logo nimmt. Da gibt es nämlich 2, die so heißen. Ja. Und du streamst meistens ab 20 Uhr, weil wenn immer 18 Uhr erst aufsteht, da hat man halt nicht viel Zeit. Ja, das war's dann. Hauen rein, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.